Hallo, ich bin Carsten in Altenilpe und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Nochmal. Ja, wo ist nun Altenilpe? Also ich bin mal wieder ins Sauerland gefahren, ist ja noch gar nicht so lange her, aber ich wollte halt die Zeit nutzen, solange noch Schnee liegt. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass ein bisschen mehr Schnee liegt, ich habe die Schneeschuhe im Auto, aber dafür lohnt es sich nicht. Aber zeige ich euch mal, wo ich hier gerade bin. Ist schon schön hier, oder? Ich habe mir heute halt so einen Winterwanderweg rausgesucht. Eine kleine Rundtour. So um die 10 Kilometer. Wie gesagt, ich wollte halt mal ein bisschen den Schnee ausnutzen. Und ja, auch interessant ist, ein ganzes Stück des Weges führt auch über den Sauerland-Höhenflug. Der Sauerland-Höhenflug ist einer der bekannten Fernwanderwege hier im Sauerland. Vielleicht gehe ich den mal. Mal schauen. Ja, wenn ihr Lust habt, bleibt ihr einfach dran. Ich nehme euch gerne ein Stückchen mit. Ja, da habe ich gerade einmal nicht aufs Navi geschaut, habe ich mich ein bisschen verlaufen. Dann bin ich hier mehr oder weniger querfeldein den Berg hoch. Oh, da war der Schnee dann aber doch ein bisschen tiefer. War doch ein bisschen anstrengend. Aber schön. Letzte Woche war ich noch so froh, dass ich die Sonnenbrille mit hatte und heute vergesse ich sie im Auto. Egal.
Pause ist vorbei. Wieder alles aufgeräumt, Müll wieder mitgenommen. Ich würde sagen, dann kann es weitergehen. Ja, ich würde sagen, für mich hat es sich heute wieder gelohnt, mal ein paar Kilometer zu fahren. Ein paar Meter höher zu sein. Ein bisschen Aussicht zu genießen. Schönes Wetter dabei. Ja, ich muss hier ein bisschen... aufpassen, wo ich hintrete, weil ein Teil des Winterwanderweges hier ist auch als Langlaufloipe gespurt. Ja, und die möchte ich natürlich auch nicht kaputt treten. Ist dann für die auch immer ärgerlich, wenn da einer quer durchgelatscht ist. Ja, irgendwann musste es ja so kommen. Hier trennt sich der Weg. Links geht der Höhenflug weiter. Aber ich will ja runter ins Tal zum Auto. Und so wie es ausschaut, muss ich sogar eine Straße runterlaufen. Finde ich ja jetzt nicht so toll. Jetzt bin ich schon wieder auf meinem letzten Kilometer, auf dem letzten Stück zum Auto. Ich muss sagen, ist zwar nur eine 10 Kilometer Tour, aber im Winter bei Schnee, ja, fühlt es sich eher an wie eine 15 Kilometer Tour. Ja, ich muss sagen, hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, hier hinzufahren. Gibt hier immer ein bisschen mehr Aussicht als auf dem flachen Land. Ja, da unten sehe ich schon die ersten Häuser von Alten Ilpe. Das heißt, ich bin gleich wieder zurück, weil da bin ich ja gestartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.